Es ist mir eine riesengroße Freude, Sie alle hier in den italienischen Höfen begrüßen zu dürfen zur Sportlerehrung 2016. Herzlich willkommen, alle zusammen. Die Sportlerinnen und Sportler mit ihren besonderen Leistungen und ihren besonderen Erfolgen stehen heute ganz im Mittelpunkt. Wir führen die Tradition fort, dass alle Geehrten auch in diesem Jahr wieder die Chance bekommen und sie hoffentlich wahrnehmen, sich in das Buch des Spandauer Sports einzutragen. Im Sportbezirk Spandau dürfen sich rund 300 Titelträgerinnen und Titelträger freuen, das zu tun, darunter 16 internationale Meisterinnen und Meister und 4 Teilnehmerinnen an Olympia bzw. den Paralympics. Ich finde, das sind ausgezeichnete Zahlen und es zeigt, Spandau ist eine hervorragende Sportstadt. Ich möchte nochmal an eine andere Tradition innerhalb unserer Traditionsveranstaltung erinnern, an die Wahl des Spandauer Sportler des Jahres. Seit 2012, mit dem Jahr, die geehrten Sportler unter sich, den oder die Sportlerin des Jahres. Im Jahr 2012 war es Rita Oppelt, 2013 Alexandra Bettinelli und 2014 und 2015 Lena Schöneborn. In diesem Jahr stehen wieder 4 Damen zur Auswahl, nur Damen, und es sind alles auch moderne Fünfkämpferinnen. Denn Spandau ist ja eine Hochburg des deutschen Fünfkampfes und deshalb finden alle Sportlerinnen und Sportler auf dem Wahlzettel, die sie erhalten haben, die 4 Namen von Alexandra Bettinelli, TSV Spandau 1860, Lena Schöneborn, Wasserfreunde Spandau 04, Annika Schleu, TSV Spandau 1860 und Rebecca Langrea, TSV Spandau 1860. Wir wollen unsere Veranstaltung heute mit einer kleinen Show in Anführungsstrichen eröffnen, nämlich mit einer ganz besonderen Vorführung von G. Lukas des TSV Spandau 1860. Und dieses erfolgversprechende Talent und dieses Engagement, die besonderen Umstände wollen wir heute auch würdigen bzw. etwas überreichen. Wir beginnen ein wenig im Sportarten-Alphabet und beginnen mit der Sportart Badminton. Ich darf zu uns nach vorne bitten, 2 erfolgreiche Badminton-Spieler, nämlich Emily Marx und Philipp Schulz vom SC Siemensstadt. So, ganz schön freundlich.
Wir wollen erfolgreiche Leichtathleten der Sportfreunde Klaro ehren. Mit Finn Blum, Manuel Huber, Kilian Aids, Christian Gottwald, Julius Peuter, Frederik Schmücker und Jonas Scholz. Wir wollen heute insgesamt 6 Ehrenamtliche stellvertreten für die vielen anderen Ehren. Das ist gute Tradition in Spandau. Leider heute nicht alle da, aber stellvertretend wollen wir ehren Hans-Gerhard Kohlert und Wieland Pleuger für die ehrenamtlichen Verdienste den Sonderpreis in Gold und Herrn Uwe Stöckmann den Sonderpreis in Bronze. Heute hier sind Herr Kohlert und Herr Pleuger, die ich schon mal zu mir mitgebracht habe. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank. Bei den 1984 gegründeten Sporthasen bedeutet dies, dass alle geehrte Gründungsmitglieder sind. Und deswegen bitte ich zu mir mit dem Sonderpreis in Gold für die Sporthasen Spandau, Andreas Lampertius, Peter Schwenkel und Dietmar Ziegel. Nur Andreas Lampertius kann heute hier sein. Schön, dass Sie da sind. Herzlichen Glückwunsch. Die es im Jahr 1998 zum ersten Mal schaffte und dies in ihrem Alter, Sie werden gleich sehen, warum ich das erwähne, es erneut erreicht und geschafft hat. Es gibt nämlich beim Rudern einen, sagen wir es mal, Wettbewerb, die Streckenlänge des Äquators zu umrunden. Also 80.154 Kilometer in 2 Teilstrecken. Und das ist schon etwas ganz Besonderes für Rudra und sie hat es bereits 2-mal geschafft. Und deshalb wollen wir sehr herzlich Helga Jeschke von dem Ruderverein Kollegia ehren. Ich darf es verraten, Frau Jeschke ist 79 Jahre alt. Immer wieder kommt es vor, dass Sportlerinnen und Sportler an dieser Ehrung nicht teilnehmen können. Meist sind sie terminlich verhindert. Der 24-jährige Italiener und für den Motorrennbootclub Berlin startende Massimo Rossi ist am 1.10.2016 bei einem Motorbootrennen auf der Mosel ums Leben gekommen. Der zweifache Weltmeister kam während eines Wendemanövers von der Strecke ab und raste in die Uferbüschung. Dabei wurde er aus seinem Boot heraus und gegen einen Baum geschleudert, wie Polizei und Veranstalter mitteilten. Rossi, der einen Sturzhelm trug, erlitt tödliche Verletzungen. Der Veranstalter brach daraufhin das 35. internationale Motorbootrennen ab. Ich darf Sie um einen Moment der Stille bitten. Und wie hat ein Fernsehzuschauer so schön gesagt, ich habe von Olympia nicht viel gesehen, aber Ruder- und Kanu-Wettbewerbe, die habe ich gesehen. Und ein Biathlet hat mal vor vielen Jahren gesagt, ich dachte immer, Olympiasieger gibt es im Fernsehen. Und dann war ich mit einem Mann selber an. Wir haben heute einen unter uns, der kann auch von sich sagen, dass er Olympiasieger ist. Und zwar nicht nur einmal, sondern er wurde Doppel-Olympiasieger in Rio. Er ist Spandauer Junge. Er war bis zum letzten Jahr auch in einem Spandauer Verein, aber die sportliche Karriere hat es dann erforderlich gemacht, dass er nach Grünau gewechselt ist.
Er ist siebenfacher Europameister, zweifacher Weltmeister und die Krönung seiner bisherigen Laufbahn ist der Doppel-Olympiasieg im Kajak-Zweier und Kajak-Vierer jeweils über 1000 Meter in Rio de Janeiro. Bitte begrüßen Sie sehr herzlich bei uns Markus Groß. Spannender Sportler dieses Jahres 2016 ist Annika Schleuder.